Im vorigen Video lernten wir, dass ein Hyperboloid erzeugt werden kann, indem ich eine Hyperbel um die Z-Achse rotieren lasse. Nun werden wir eine weitere Methode kennenlernen, um ein Hyperboloid zu erzeugen. Gegeben seien ein roter und ein gelber Zylinder. Der rote Zylinder ist höher als der gelbe Zylinder, hat allerdings einen geringeren Durchmesser. Außerdem sei eine blaue Gerade gegeben. Die blaue Gerade beginnt am Rand des gelben Zylinders und berührt den roten Zylinder. Nun lassen wir die blaue Gerade um den roten Zylinder rotieren. Durch die Rotation ist ein Hyperboloid entstanden. Schauen wir uns das Ganze nochmal in Zeitlupe und aus einer anderen Perspektive an. Man beachte, dass alle blauen Geraden den roten Zylinder in der gleichen Höhe berühren müssen. Dieses Konstruktionsverfahren hat Anwendungen im Maschinenbau und in der Architektur. Der große Vorteil dieses Konstruktionsverfahrens ist nämlich, dass wir eine gekrümmte Fläche durch Geraden erzeugen können, zum Beispiel in der Architektur durch gerade Stahlträger. Ja, das war's. Auf Wiedersehen!